Hallo, wir sind jetzt hier aus Klosterfjorden rausgefahren, an so einer kleinen Insel vorbei. Gesegelt. Gesegelt, natürlich gesegelt, um Gottes Willen. Und hier könnt ihr sehen, sich ein paar Seelöwen sonnen. Derweil werden hier Manöver gefahren. Stefan shiftet das Vorsegel, jetzt genau Wind von hinten haben. Das war jetzt das Geräusch der Stefan, Ratsche. ah, Ja. genau. Und wie lief das Ablegemanöver? Naja, wir haben ja geankert und wenn man ankert, ist das ja sehr viel einfacher. Man muss einfach im Prinzip den Anker hochnehmen und dann vorher das Segel setzen und lossegeln. Das kostet natürlich ein bisschen Kraft, wenn man so. Wir haben ja keine elektrische Winch und keine Kette. Das heißt, wir müssen also händisch an der Leine ziehen. Und dann hatten wir auch noch ein Ankerreitgewicht vorher dran, weil wir uns ein bisschen unsicher waren, ob der Anker hält. Und mit dem Reitgewicht kommt ja die Leine ein bisschen tiefer und der Anker hat also ein bisschen besseren Zugwinkel. Das haben wir zuerst rausgeholt. Ja, und dann hatten wir ein bisschen Mühe mit der Leine, die da rauszutüdeln. Der Anker hatte erstaunlich wenig Schlick und hat aber gut gehalten. Und dann haben wir das Vorsegel gesetzt, sind rausgefahren und dann haben wir unterwegs dann noch das Großsegel gesetzt. Und das haben wir gewinnt genau von hinten. Das heißt also, ein Segel ist auf der Seite, das Vorsegel ist auf der anderen Seite. Wir haben genau den Wind von hinten, der ist nur nicht so sonderlich viel. Moment, ich kann das mal kurz zeigen Ja. vielleicht. Diese Naja, Segelstellung bisschen was sieht man. Ja, ja, nennt genau. man Schmetterling. Schmetterling. Ja, Weil genau. ein Flügel, nämlich das Groß, geht nach Backbord und der andere Flügel, das Vorsegel, in dem Fall die Arbeitsfork, geht nach Steuerbord. Genau. Und jetzt müssen wir durch diese beiden Inseln da vorne Ja, durchsegeln. Moment, ich muss das ein Ja. bisschen. Oh ja. Das schaffen wir auch. Ja. Ja, und dann gucken wir mal, dann sind wir auch raus aus der Bucht, so mehr oder weniger. Und dann gucken wir mal, ob wir da draußen etwas mehr Wind bekommen. Ich glaube, der Wetterbericht hat ja gesagt. Relativ schwachwindig Ja, und dass und der der Wind soll Wind drehen, ne? drehen soll. Von Nordost auf Ost und dann auf ja, Ja, mal gucken. auf Süd. Es ist jetzt 14:30, ja, und wir haben ja bis 21:30 abends hell. Ja. Mal gucken, wie viel 100 Meter wir bei dem Wind kommen. In diesem Sinne, Segeln ist Freiheit Wir mussten auch nicht und den Motor anwerfen. Das war ganz gut so. genau, ganz, ganz leise sind wir hier sozusagen aus den Klosterfjorden rausgesegelt. Segeln ist die Na? Leichtigkeit des Unter die kalte Dusche Zeit. stehen und Und 100-Euro-Scheine zerreißen. ja, genau. Manchmal so und manchmal ist es einfach frei sein und Leichtigkeit und die Ruhe und die Stille genießen, so wie jetzt. Mit dem Besen im Rücken. Achtung, Reis es gewesen. kommt. Ja. Jetzt Ja, war eine kleine das war Heise. eine. Das liegt daran, dass offenbar der Wind wieder ein bisschen gedreht hat, aber nur ein bisschen. Bei dolleren Windstärken sollte man sowas vermeiden, aber Da würden bei so einem wir Wind. eine Leine nach vorne setzen, die verhindert, dass sowas passiert, weil die Genau. Kräfte sind dann nicht mehr lustig. Richtig, dann nützt auch nichts mehr mit Festhalten, weil das kann man nicht mehr halten. Nö, da Das ist nichts mehr sind zu halten. Ich habe ja hier auch nichts zu Kräfte, die. halten. Genau, nee. Okay, dann. Das war Grüße die aus Utopia. Wasserstandsmeldung. Grüße aus Utopia. Ja, genau. Ahoi, Brause.